So, da sind wir wieder. Du filmst gerade zum Fenster raus. Nein, ich hab dich. Ich hab dich ohne Witz. Ich hab dich, ich schwör alles. Ich schwör alles, es wird gut. Dazu kann ich aber der Nasenlauf kommen, da kann ich nicht anschreiben. Okay, das wird sowas. So, guten Morgen alle zusammen. Wundert euch nicht, wie ich aussehe, übel zerstört. Es ist 3.30 Uhr in der Früh gerade. Und ich mache mich gerade auf den Weg. Ich war jetzt gerade an der Tankstelle noch Energy Drink holen und ein bisschen hier Energie tanken. Ich mache mich gerade auf den Weg, den Maki abzuholen und danach den Patrick. Danach werden wir dann uns auf den Weg nach Frankfurt machen und den Crusher abholen. Und dann treffen wir uns mit Chico in Köln an der Gamescom. Heute ist der Dienstag, also wir haben einen Fachbesuchertag bekommen, die Tickets, dank Crusher. Und werden da hoffentlich genießen und nicht so viel Trubel rum haben, also auch nicht so viel los, und werden hoffentlich eine geile Zeit haben. Jo, dann gucken wir mal weiter, wie es läuft. Bis dann. Servus Leute, willkommen zurück. Wir haben jetzt gerade noch einen Crusher abgeholt in der Nähe Frankfurt. Patrick ist jetzt auch dabei, Maki ist dabei, der gerade die Kamera hält und der mich ins Nasenloch schielen kann. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln, da treffen wir uns mit Chico und dann geht's auf die Gamescom und so. Da gucken wir mal, was hier geht. Wollt ihr auch Hallo sagen? Patrick, dich sieht man nicht. Ah, da kommt der Eierkopf. Also, bis später. So, servus Leute, wir sind jetzt in Köln angekommen, haben gerade noch einen Chico abgeholt. Guten Tag, sind alle unterwegs. Hallo. Suchen jetzt was zum Essen. Suchen was zum Essen und ja, und ein Schalthaus. Hat sehr hohe Priorität. Da vorne ist schon mal ein Dürümladen, Kebab-Döner. Also gut, wir hoffen mal, wir finden gleich was. So, wir haben uns hier was beim Lidl zu essen geschnappt. Lecker hey, Bäcker. Unser großer Einkaufswagen. Tu's rein. Ich tu meine Pizza nicht da rein. Maki will sein einziges Pizzastückchen nicht in den Wagen packen, weil er Angst hat, dass wir es ihm klauen. Da vorne gibt es bestimmt auch irgendwo noch Brötchen. Kaffee oder so. Sandwich, nee, ich bin zufrieden mit meinem Schokobrötchen. Ich brauche noch Teller. Teller? Alter, betreibt nicht alle, kauft doch nicht so einen Müll, Alter. Oh, hol den Sandwich-Toaster! Zeig mal so eine Ratschuhe. Sag du, bleibst du? Okay. Oh, das ist eigentlich sehr. Nochmal mit dem Knicks hier. So, wir haben jetzt gerade eingecheckt. Sind alle am Start. Hat alles geklappt. Oh, einer fehlt. Wo ist Chico? Neben dir. Ja, servus. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an. Es wird hier relativ laut sein. Jetzt gucken wir mal, wo wir landen und gucken ein bisschen rein und dann melden wir uns danach, wie es war. Also, haut rein!
durch. Wem war das Drehen? Dein zu malen? Wir holen das, weißt du. Hol dir deinen Button ab. Okay, wir haben den Joker. Was geht jetzt? Ja, ist doch rigged, Alter. Phantom Lord hat es gesponsert, das Drehrad. Machen. Ich muss einen 3-6er Würfel, dann ist der Würfel umsonst, ansonsten muss ich bezahlen. Ja. Kannst du schon mal. Was kostet der Würfel? 30. Der Warenwert ist sogar 40 Euro, nur die Fettwaren. Dann hau mal rein, Crushy. Welche nehmen wir? Fragezeichen ist drauf hier. Ja, genau. Jeder nimmt das Fragezeichen, ne? Das, was keiner will. Ja, genau. Wir nehmen das, was keiner will, unten rechts. Ja, wahrscheinlich will das keiner, deswegen steht's da. Ja, genau, die leere Box. So, 360? Ja, genau, das ist die Preise. Das ist ja schwierig. Auslegen darf ich nicht, ne? Nee, kein Knopf. Na, schade. Ja, es sind 360er. Ja, ja, ja. Hat sich bewegt, ich hab's genau gesehen. Das war mal auf und viel Spaß mit dir. Danke. Eigentlich jetzt direkt am Tisch aufmachen müssen. Nein, nein, unboxen doch noch. Mach mit draußen. Mach mit draußen. Rausgekommen, übel am Sack. War ganz cool, waren nicht so viel spannende Sachen und Smite hat uns irgendwie abgefickt, die hatten irgendwie keinen richtigen Stand. Was meint ihr so zur Messe? Ja, ein bisschen enttäuschend. Trotzdem, letztes Jahr war besser, aber es lohnt sich trotzdem. Aber auch nur am Fachbesuchertag. Meinung? War super. War super. Ehrlich gesagt, ja. War okay, aber wir haben jetzt hier noch ein Unboxing. Crusher hat sich eine, wie ihr vorher gesehen habt, eine Kiste erwürfelt und bezahlt. 30 Euro. Und er willst du nochmal bitte? 30 Euro. Die also Kiste. Er meinte 3 Euro. Und dann gucken wir jetzt dran, was so Tolles drin ist. Live-Unboxing hier von der Gamescom. Oh, 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 oh. Das oh. Sieht nach 30 Euro aus. Boah, yeah. Das ist aber cool. So eine Dragon Ball Z-Tasse sieht ja, echt nice 30 aus. 30 Euro. Die ist cool, Mann. Sag nichts gegen meine Dragon Ball Z, ja? Das ist okay?
So ein Fallout-Schlüsselanhänger, gut, der ist bestimmt 20 Euro wert. Ja. Markus rechnet realistisch, was haben wir da? Was ist das zum Teufel? Ja. Farbige LSD. Kontaktlinsen für den Anlass nach dem Öffnen 12 Monate anwendbar. Aha. Okay, das krass. Minuswert. Strange, die würde ich mir auf jeden Fall in die Augen setzen. Ja, ich glaube, die sind grün, gesagt. Warte mal. Da müssen wir auf jeden Fall mal reingucken. Ja, so grüne Kontaktlinsen. Okay, sieht bestimmt geil aus, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich mache euch ein Foto, wie ich die anziehe. Ja, also kriegt auf jeden Fall noch ein Foto. Und was ist das Lebens- und Geldrettendste, was am Schluss drin ist? Oh, das ist Darth Vader. Das ist ein Portemonnaie. Darth Vader. Star Wars Vader. Ich glaube, das ist ein Portemonnaie. Ja, echt jetzt? Oh, nice. Alle für alle Star Wars Fans. Fette Geschichte auf jeden das Fall. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Also ich habe mit schlechterem gerechnet. Also okay, jetzt sind wir bei Warenwert von 11,50. Ey, das ist gar nicht so günstig, ja? Also ein Geldbeutel kostet im Laden bestimmt 20 Euro. Ja, ich hätte jetzt also auch mal so 15 10er, bis... 10er, 10er, 10er bis 15 musst du schon hinlegen. Ja, dann hier, die gab es letztes Jahr umsonst übrigens. Davon habe ich zu Hause noch einen. Ja, okay. Die Kontaktlinsen, wenn du die kaufst, sind die mit Sicherheit auch sehr teuer. Ich hätte sie mir halt nicht gekauft. Ja. Mindesthaltbarkeit hält wenigstens noch, so haltbar. Das wäre geil, wenn es jetzt abgelaufen wäre. Dragon Ball Z-Tasse, naja. Jetzt ja, nicht so. Wenn du ein Fan bist, ist die, ich finde, feiere ich die schon. Ja, ein dann bisschen, ist schon aber cool, aber jetzt sonst Fan, ist jetzt nicht meine, so das, was Markus man. Markus guckt das skeptisch. Was man unbedingt ich versuch, braucht. Ne? Gut zu reden. Das ist super, 30 Euro. Komm, warte, ich packe jetzt noch die Star Wars-Tüte aus. Schauen wir mal, was Uwe in seiner. Star Wars Lucky Bag, 20 Euro. 20 Euro, da ist bestimmt auch Warenwert von 5 drin. Boah, ich sehe direkt hier, mir springt das Geld ins Gesicht. Boah. Boah, ist das ein bisschen, ist ein bisschen. Das sind so nice, Untersätze, oder was ist das? Bieruntersätze. Ah, das ist aber cool. Das feier ich, also ich find's geil. Kostet ein bisschen, bestimmt 20 Euro. Schon raus. Plus diese hochqualitativen Buttons. Ja, bestimmt 5 Cent das Stück in der Produktion. Ja, die ich mir super? Auf jeden Fall anstecken werde. Das ist auch das, was Uwe schon immer gewünscht hat. Ja, insgeheim wollte ich die. Und jetzt kommt hier der Klassiker. Oh, das ist auch eine Tasse. Das ist was keine ist das? Tasse. Das ist keine, das kann... Nein. Und auch noch so die männlichste Figur drauf. Ja, können wir auf jeden Fall zusammen Kaffee trinken. Ey, steht da wenigstens Star Wars. Was ist das? Star Wars. Wer ist das? The Force Awakens. Ja, das ist diese Rey. Okay. Ist halt schwul irgendwie, aber gut. Sag mal, bist du glücklich? Ja, auf jeden Fall. Schon ich habe meine Buttons. Ich wollte meine Buttons. Das war alles, ja. Ah, das war's schon? Schon leer? Ja. Das hat sich, also ganz ehrlich, wenn ich in meine Tüte gucke, in meine Kiste. Ich habe nämlich noch eine coole Kiste. Du hast nur so eine billig 2-Cent-Tüte. Ja, so eine Tüte, ja? So auf jeden Fall. Hammer. Und nicht zu vergessen. Was haben wir? Au, ja. Die männlichen. Meine neuen Hausschuhe. Auf jeden Fall. Patrick, was hast du dazu? Einhorn, Hausschuhe, for the win. Gamescom. Gamescom. For the win. Ja, ist auf jeden Fall total gelohnt. Motivation auf jeden Fall ist da. Ja. Lohnt sich. Kauft auf jeden Fall diese 3-Euro-Kiste und die 2-Euro-Tüte. Weil es lohnt sich. Ihr habt eine Tasse und könnt Kaffee trinken. Ja, auf jeden Fall. Also, wir werden jetzt noch mal was schnabulieren gehen und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Klappe zu, Affe tot.